Das neue Stürmerduo Simon Terodde und Jordan Cordova hat den ersten FC Köln zum höchsten Ligasieg seit 13 Jahren geschossen. Nach zuletzt 4 Spielen ohne Sieg schlugen die Rheinländer am 13. Spieltag der zweiten Liga Dynamo Dresden am Samstag mit 8:1, 2:0. Cordova, 3., 51. und Terodde, 42., 46., 61. erzielten bei ihrem ersten gemeinsamen Startelf-Einsatz in dieser Saison zusammen 5 Treffer. Zudem waren Nationalspieler Jonas Hector, 56., 83. und Luis Schaub, 78. vor 50.000 Zuschauern im ausverkauften Kölner Stadion erfolgreich. Für die Gäste traf Paris Athletic 72. Durch den Sieg verbesserte sich die Mannschaft des zuletzt in der Kritik stehenden Kölner Trainers Markus Anfang mit 24 Punkten auf Platz 2 der Tabelle hinter dem Hamburger SV. Die stark in die Saison gestarteten Dresdner haben nach der höchsten Liga-Niederlage der Vereinsgeschichte mit 18 Punkten den Anschluss an die Aufstiegsplätze verloren. Mehr zum Thema: Die Rheinländer legten einen Blitzstart hin. Schon nach 2 Minuten und 15 Sekunden köpfte der neu in die Mannschaft gekommene Cordova nach einer Flanke von Dominik Drexler zum Führungstreffer ein. Das Tor hätte wegen einer vorherigen Abseitsstellung von Drexler allerdings nicht zählen dürfen. Nach Terodds Saisontreffern 14 und 15 kurz vor und nach der Pause war die Gegenwehr der Sachsen endgültig gebrochen. DPA